Ja, schön euch alle hier zu sehen. Und ich habe heute genau das Gegenteil von dem gemacht, was ich normalerweise machen würde, wenn ich eingeladen bin auf eine Konferenz, um dort zu sprechen. So groß geworden oder ja, habe mir das als Konzept ausgesucht für mich, mich wirklich bis aufs Kleinste vorzubereiten. Immer. Plan A hat nicht gereicht, Plan B, Plan C, Plan D, am liebsten bis Z. Und dann hat mich Johannes, hallo, dann hat mich Johannes eingeladen, bei der Kurskonferenz zu reden. Und die einzige Vorbereitung, die ich diesmal gemacht habe, war zu vertrauen und mir anzuschauen, was in mir hochkommt, wenn ich daran denke, dass ich unvorbereitet auf einer Kurskonferenz sprechen werde. Und deswegen sitze ich hier gerade so vollkommen entspannt, weil ich diese ganze Vorbereitungsarbeit schon vorher geleistet habe und mir die ganze Angst angeschaut habe, die in dir hochkommt, wenn du nur daran denkst, dass du jetzt hier vor 100 Leuten sprichst und nicht weißt, was du sagen wirst. Und da ist einfach nur Frieden und das Wissen, dass ich es einfach nicht versauen kann. Und diese Befreiung, die hat sich wirklich, die hat sich für mich wirklich multipliziert, kann man sagen, weil ich bereite mich jetzt auch nicht mehr, also ich beruflich halte ich auch ab und zu Vorträge und meine Art der Vorbereitung ist wirklich anders geworden. Also, ne, ich habe, wie gesagt, ne, es hat auch immer alles wunderbar funktioniert mit meiner Vorbereitung. Also, das war auch immer toll. Ja, also, wenn Plan A nicht funktioniert hat, wusste ich sofort, Plan B funktioniert. War alles immer wunderbar. Aber dieses Lampenfieber davor und dieses, diese Angst vor der Ungewissheit, dass ja vielleicht doch A bis Z nicht reicht. Ja. Dass ja vielleicht irgendwie noch ein Z1 oder sonst etwas geben könnte, was ich nicht bedacht habe. Und einfach nur immer zu wissen, bin ich noch? Okay. Einfach zu wissen, unten drunter oder dahinter ist der Frieden. Und er ist immer da. Und meine einzige Entscheidung ist, ob ich ihn annehmen will. Und das ist meine Verantwortung. Da steckt auch schon die Antwort in der Verantwortung. Die Wirkung, die ich im Außen sehe oder vermute, zur Ursache zurückzubringen, nämlich zu meinem Glauben, dass da was schrecklich schief gehen könnte und schief gegangen ist. Nämlich, dass ich mich von meiner Quelle gelöst haben könnte. Und dann, wenn ich die Wirkung dessen, nämlich die Wirkung dieser Sünde, die Schuld ist, diesen Schuldgedanken, dass ich es verbockt habe und den ich die ganze Zeit nach außen projiziere, zu mir zurückzunehmen und zu sehen, okay,
Da ist die Ursache, da war die ganze Zeit die Ursache. Da war sie, nicht draußen. Und dann zu fragen, okay, was ist hier die Wahrheit? Und dann das zu tun, was im Kurs steht, was die Vergebung tut, nämlich warten, still sein und einfach nur schauen. Damit habe ich die Zeit von Februar bis jetzt verbracht, als ich die Einladung erhalten hatte. Still sein, warten, vertrauen. Und zusehen, wirklich zusehen dürfen, wie es sich auflöst. Von ganz allein. Nur, weil ich eine winzig kleine Entscheidung getroffen habe. Und diese Macht der Entscheidung, die ich habe, wenn ich die wahrnehme, wenn ich die annehme, dann spüre ich erst die Macht, die diese Entscheidung hat. Die ganze Macht, die sie immer hat. Egal, wofür ich mich entscheide. Entscheide ich mich für die Angst, dann werde ich sie sehen. Denn so mächtig bin ich. Entscheide ich mich für den Frieden, werde ich ihn sehen. Das ist unvermeidlich. Denn so mächtig bin ich nun mal. Ja, und wenn ich diese Ursache damit zur Antwort gebracht habe, nämlich, es ist nicht wahr. Es ist immer da. Ich muss es nur annehmen. Und annehmen ist auch so ein wunderschönes Wort im Deutschen, finde ich. Denn es hat etwas von Annahme, Vermutung. Wir haben mal für ganz kurze Zeit angenommen, wir könnten uns von unserer Quelle trennen. Das haben wir angenommen. Wir haben es so stark angenommen, so stark vermutet, dass es scheinbar passieren konnte. Und wir müssen einfach einsehen, dass Annehmen unsere Wahl ist, immer unsere Wahl war. Und einfach nur ein Gedanke, eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist immer nur ein Gedanken weit weg. Der Frieden ist immer nur einen Gedanken weit weg. Will ich ihn jetzt sehen? Oder will ich irgendetwas anderes sehen? Ja, und das machen wir so den ganzen Tag, ne? Den scheinbaren. Und ja, es mag aussehen, als ob so eine Entscheidung Mut erfordere. Ich würde eher sagen, dass es Vertrauen erfordert. Und Vertrauen ist auch so ein wunderbares Wort, ne? Es gab mal eine Bekannte von mir, die fragte auch ihren Kurslehrer, Mensch, sag mal, wie geht denn das mit dem Vertrauen?
gib mir doch einen Tipp, wie kann man vertrauen? Kannst du mir einen Tipp geben? Und er sagte einfach, ja, kann ich. Vertrau. Ja. Damit übergebe ich an Robin.